Willkommen zurück, PS 2015 Teil 3 aus unserer Serie. Und ja, wir haben zuletzt ja gesehen, 2 Spiele in der regulären Saison und 1 gewonnen, 1 verloren. Und ich kann mich immer noch gar nicht beruhigen, denn es ist so erfrischend endlich mal, dass die KI auch Tore erzielen kann und dass die KI auch mitspielt. Und wir haben eine Vorlage bereits auflegen können und ein Tor erzielt. Und das in 2 Spielen, also in jedem Spiel zumindest mal an einem Tor beteiligt. Und wir haben, glaube ich, erst 2 Tore erzielt als Team, von daher also ganz gut, sind an jedem Tor zumindest mit dran. Ja, haben das letzte Spiel dann trotzdem noch 3:1 verloren, sind hier das letzte Mal aufgehört und wollen dann auch weitermachen hier. Ja, was kann man denn noch sagen? Also Verhandlungen, Transferanfrage, da könnte man dann den Verein anfragen, dass man halt sagt, ich möchte gerne wechseln, Transfermarkt, Neuigkeiten, da kann man auch sehen, wer wechselt denn wohin. Gesamtbewertung, da wird es eher interessant hier, so in dem Bereich 75 Kalpo und so weiter und so fort. Also hier sieht man auf welche Summen denn dann welche dann hier die Vereine tauschen. 76, 705.000 Fujimi hin zum FC Santos unter anderem. Also da passiert schon ein bisschen was, da könnte man jetzt reinschauen und das Ganze verfolgen. Transferanfrage, weiß ich nicht, soll ich das mal machen? Bitte sagen Sie, zu welchem Verein Sie wechseln wollen. Also ich könnte mir jetzt hier einen Verein aussuchen. Heißt aber noch lange nicht, dass ich da hinkomme. Da muss natürlich auch ein Interesse des Vereins da sein. Meine Teaminfo, da sind wir schon mal durchgegangen. Datenbank, da gibt es natürlich jetzt ein bisschen was mehr. Also Wettbewerbsinfo, da könnte man jetzt reingehen. Wir sind ja hier in der PAL-Liga oder PLA-Liga, glaube ich, oder? Ne, Passliga, so, seht ihr, da haben wir schon den Unterschied. Passliga, so, da gehen wir jetzt rein. Da könnten wir jetzt die Tabelle anschauen. Da sehen wir, dass wir 11. sind zurzeit. Dann kann man natürlich hier noch andere Dinge anschauen, wie Torjäger. Da müssen wir auch irgendwo mit dabei sein, da unten. Also da sehen wir auch eingefärbt noch Leute, die aus unserem Verein mit dabei sind. Da gibt es also doch noch jemand, der ein anderes... stimmt, wir haben ja eine Vorlage gegeben. Ja, genau. Also, da jemand dabei. Vorlagengeber dürfen wir auch dabei sein. So ist es. Also, das passt doch. Und die Regeln könnte man jetzt nochmal reingehen. Alle 20 Teams nehmen teil, 38 Hin- und Rückspiele. Also 38 Spiele, die noch oder die in der Liga gespielt werden müssen. 2 sind absolviert, 36 auf der hohen Kante. Also wollen wir mal weitergehen, denn wir wollen ja zumindest Spiel 36 und 35 heute absolvieren, dass wir nur noch 34 vor uns haben. Denn wir wollen immer so 2 ungefähr zeigen, Schließen des Transferfensters. Ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt gerade auch erst zu dem Verein gekommen sind, gibt es da nichts zu berichten. So ist es auch. Also machen wir weiter. Uninteressant für uns diese Phase gewesen. Haben ja auch noch lange Vertrag. Wollen ja uns auch erstmal ein bisschen etablieren. Bisher läuft es ganz gut. Aber kann ja auch durchaus mal eine Schwächephase dazukommen. Bisher muss ich allerdings sagen, macht es mir schon wirklich sehr viel Spaß. Sind also auch Teil der Startaufstellung. Der Trainer vertraut uns einigermaßen, obwohl unsere... Oh Gott, guckt euch das an. Der Pfeil geht ganz nach unten. Das ist die schlechteste Wertung, die überhaupt möglich ist. Tagesform, die überhaupt möglich ist. Das heißt, hier auch die Möglichkeit, ich glaube, der ganz runter heißt, dass man, glaube ich, 20 oder 30% von seinen Attributen jetzt quasi runterrechnen müsste. Das steht uns für dieses Spiel dann nur zur Verfügung. Und das ist schon heftig, ja. Also da bin ich mal gespannt, wie wir da irgendwie versuchen, das Spiel über die Bühne zu kriegen. Aber mit der Form wird es ganz, ganz schwer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Heimspiel ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Haben unser erstes Heimspiel ja gewonnen. Das zweite war ja, glaube ich, auswärts. Oder bin mir gerade gar nicht sicher. Ne, das erste war ein Auswärtsspiel, das haben wir gewonnen. Das zweite war ein Heimspiel, das haben wir verloren. Ne? Genau, jetzt auf jeden Fall wieder ein Heimspiel. Hallo Wolf und hallo an unsere Zuschauer. Ich freue mich schon auf das Spiel. Und ich bin gespannt, ob wir trotz unserer Form ordentlich spielen können. Es wird sehr schwer, das weiß ich jetzt schon. Also erwartet jetzt nicht zu viel. Mit der Form ist es wirklich schwer. Wir haben ja gerade noch, oder sind ja noch im Anfangsstadium. Ah, da haben wir zumindest mal den Ball erobert. Geht doch. Also schon mal kein schlechter Start. So eine Aktion kann manchmal auch eine Wertung ein bisschen beeinflussen. Müssen jetzt hier eher auf Nummer sicher gehen. Kann jetzt hier keine großen Dinge von mir erwarten. Ihr seht schon, da dauert ein Abspiel deutlich länger. Alles etwas verzögert. Das liegt wirklich einfach an der
Fähigkeit. Und da ist das 1:0 und schöner Pass da in die Spitze. Und der Kamerate zielt das 1:0. Unabhängig von uns, wir hatten da gar keinen Anteil eigentlich dran. Aber wir sind der Erste, der beim Jubeln bereitsteht. Und das war schön gespielt. Schauen wir doch mal rein. Also, da kriegen wir den Ball. Wir spielen den Ball auch raus. So, jetzt gleich sieht er da aus in den nächsten. Und jetzt läuft er in der Mitte frei. Achtet mal auf den in der Mitte. Der macht jetzt die Meter rein. Das ist der Ball, in dem Moment, in dem der Ball kommen muss. Anders geht's, sieht der Torwart kommt raus. Aber nicht energisch genug. Macht sich nicht breit genug. Und dann macht er ihn aus kurzer Distanz an den Innenpfosten und damit ins Tor. 1:0. Geht doch. Schöner Start hier für uns ins Spiel. Wieder 1:0. Aber das hat im letzten Spiel auch nicht gereicht. Also kein Polster, auf dem man sich aufrufen kann. Auch dieser Gegner ist wieder einen halben Stern stärker. Und da ist also auch schon das 1:1. Und so schnell kann es gehen. Da haben wir gar nicht, aber wenige Sekunden nur mit der Führung verbringen dürfen. Und sofort der Ausgleich. 1:1. Immer noch Probleme mit der Kamera leider, weil ich die Teile jetzt 2, 3 und 4 am Stück aufnehme, werde ich das jetzt mit der Kamera auch in diesen Teilen zumindest mal nicht geregelt kriegen. Aber ihr dürft mir gerne sagen, wie das Ganze funktioniert. Warte dann natürlich vielleicht auch mal auf Hilfe, dass jetzt jemand sagt, so zentrierst du das. Schönes Ding übrigens, abgefälscht. Das ist so ein typisches PS-Tor. Das war ja früher das, was PS stark gemacht hat, dieser Zufallseffekt. Den gab es ja früher bei FIFA überhaupt nicht. Jetzt ist er also auch wieder da. Das gefällt mir einfach richtig gut. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen so freuen können. Ich weiß, ihr könnt es vielleicht gar nicht richtig nachvollziehen, warum ich mich darüber freue. Schade, gute Aktion. Aber es macht einfach Spaß. Diese kleinen Dinge sind ja das, was so ein Spiel besonders macht. Und davon hat PS wieder genug, um es besonders zu machen. 15 Minuten. Das hat in den letzten Teilen immer gefehlt. Da passte dann einfach auch das Spielgefühl nicht. PS hat sich ja immer mehr als Fußball-Simulation empfunden. Hingegen FIFA sich eher als Fußballspiel. Also natürlich ein klarer Unterschied im Sinne von Echtheit, Bewegungsabläufe. Das war schon immer anders bei PS. Brauchen wir uns auch nicht in die Tasche lügen. Jeder, der sagt, dass FIFA da mehr Wert drauf gelegt hätte als PS, kann man wirklich, das kann mir keiner erzählen. Also, wenn ich mir überlege, welche Effekte eigentlich PS jedes Jahr versucht hat einzuführen, die waren rund um das ganze Thema Bewegung, Ballabläufe, Realismus. FIFA meistens viel nur am Tactical Defending und sowas. Das hat PS schon Jahre vorher eingeführt. Also da war FIFA sowieso schon hinterher. Aber es ist natürlich immer ein schönes Feature, wenn man einem nichts Neues einfällt. Dann fällt einem wieder Tactical Defending ein, was eigentlich andere schon lange zeigen. Damit spart man sich dann irgendwie hohe Kennedy Kosten, was Entwicklung angeht. Leider den Ball geklaut hier. Foul? Nein, sagt der Schiedsrichter. Haben viele Ballkontakte, viele Pässe, die ankommen. Das ist wichtig, um die Sicherheit zu holen. Ab und zu sind wir ja auch mal an einer offensiven Aktion beteiligt, so wie jetzt vielleicht. Der kommt richtig lang. Ah, der Ball geht wieder vorne rein. Wieder gute Aktion. Und der Stürmer nimmt ihn direkt und könnte ihn machen. Aber was für eine Chance. Schade. Intuitiv genau das Richtige gemacht. Die KI. Auch das ist einfach geil. Glaube ich nicht, dass das bei FIFA so geklappt hätte. Ich weiß viel Kritik, aber überlegt mal selber. Das ist wirklich PS-spezifisch hier was Besonderes. Und wer jetzt noch die alten Teile kennt und auch historisch aus der Richtung kommt, und ich komme halt historisch aus der PS-Richtung, nicht aus der FIFA-Richtung, der wird alles das, was ich erzähle, auch wiedererkennen. Und der wird auch zu schätzen wissen, was PS dieses Jahr geleistet hat. Auf die andere Seite. Nämlich einen besseren Teil, einen deutlich besseren Teil zu produzieren, als es noch die Jahre davor der Fall war. Eigentlich fanden die neueren Teile alle nur die gut, die auch zu spät dazu kamen, um PS6 oder PS5 aktiv gespielt zu haben.
Die fanden dann PS 2013 und 10 gut. Kennedy. Aber wer 5 und 6 kennt, der war maßlos enttäuscht. Da ging immer ein ganzes Stück Spielverständnis, Spielgefühl verloren, das jetzt wieder zurückgekommen ist. Wir spielen nicht gut, muss ich sagen. Laufen so ein bisschen hin und her. 1-1, wenig Anteil am Spiel. Das war zu erwarten aufgrund der Form auch, die wir haben. Aber trotzdem schaffen wir es einigermaßen passsicher, das Ganze über die Bühne zu kriegen. Auch wenn ja der ein oder andere doch zum Gegner geht. Aber das lässt sich, wie gesagt, nicht ganz vermeiden. Dafür sind wir zu schlecht drauf. Und er spielt den Ball da raus. Kennedy. Ah, schön. Jetzt könnte der Ball kommen. Schade. Etwas zu spät hier. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ball gefordert. Da kam er leider nicht direkt. Er steckt ihn durch. Ah, der Ball ist beim Torwart. Da müssen wir leider so ein bisschen aufs Radar achten, solange ich das mit der Kamera noch nicht geregelt habe. Also ihr müsst das entschuldigen, aber ich weiß einfach nicht, wie das hier zentriert. Und wie gesagt, weil ich die Teile jetzt hier hintereinander aufnehme, habe ich jetzt auch keine Zeit, mir das Ganze noch intensiv anzuschauen, wo genau was kommt oder hingehört, damit es zentriert ist. Jetzt würde ich es jetzt wahrscheinlich irgendwie googeln oder sowas. Ein langer Ball nach vorne. Aber der Ball ist bei uns. Er schlägt ihn nach vorne. Der Ball ist gut nach vorne gespielt. Der kommt diesmal auch an. Nicht so wie gerade. Jetzt könnte der Ball kommen. Er kommt. Der Schuss aufs Tor. Und da war eine dicke Chance. Da werden wir gepflegt im Strafraum, wenn er mich fragt. Aber der Schiedsrichter sagt, alles in Ordnung, weiterspielen. 60 Minuten sind durch. Schade, schade, schade. Da war die erste dicke Chance, die wir uns erspielen konnten in dieser Partie. Übrigens, 30% bezieht sich auch auf Ausdauerwerte. Das heißt, wir haben schon gar nichts mehr auf der hohen Kante, was Fitness angeht. Oh, das war knapp. Gefühlt. Mal schauen. Oh Mann. Glück gehabt, dass der nicht drin ist. Da seht ihr, was das für eine dicke Chance war. Sind, glaube ich, ausgewechselt worden. So ist es. Das ist normal. Wir hatten keinen Fitness mehr und dann entscheidet sich der Trainer, uns auszuwechseln. Das wird keine 7,0, das weiß ich wohl auch, aber vielleicht eine solide 6,5. Wenn wir Glück haben, wenn wir nicht kein Glück haben, dann wird es eine 6. Aber insgesamt denke ich, okay. Zuletzt haben, wie gesagt, noch eine Chance im Spiel gehabt. Diesmal ohne Torbeteiligung. War aber bei der Form, wie gesagt, auch nicht wirklich anders zu erwarten. Wobei wir jetzt vorhin nochmal ein Tor hätten erzielen können. Da war sehr knapp. Ein Punkt wäre auch schon nicht verkehrt. Also wir sehen, dass das dritte Team jetzt und das dritte Team das stärker ist als wir. Also wir sind wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt, oder wenn wir uns jetzt vergleichen müssen mit den Teams in der Liga, eher unten anzusiedeln und das war wieder knapp. Halleluja, der Gegner wieder mit einer dicken Chance aus der Drehung, aber der Torwart wäre zumindest da gewesen, ob der den hätte aufhalten können. Ist eine andere Geschichte. Zum Punkt ist okay. Gegen ein stärkeres Team. Klar, schade, weil wir gefühlt haben, aber man muss es immer in Relation sehen. Also wie gesagt, wir sind das schwächere Team und dafür spielen wir, glaube ich, ganz gut. Im Mittelfeld entscheidet sich das Spiel jetzt nicht. Schwierig genug, sich oben zu platzieren. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Und es wird schwierig genug, oben dran zu bleiben. Der letzte Schuss aufs Tor nochmal vom Gegner. Der doch am Ende klar überlegen war, viel mehr Spielanteile hatte, auch mehr Ballbesitz als wir. Wir hatten allerdings zwei Schüsse aufs Tor, der Gegner keinen, obwohl ein Tor. Also das war wahrscheinlich der einzige. Wir kriegen eine 7,0 tatsächlich. Also das war ja sogar noch richtig gut. Da wurde für uns wahrscheinlich oder uns zugrunde gelegt, dass wir hier viele Pässe gespielt haben, deutlich mehr Ballbesitz hatten als in den letzten Spielen. Dafür dann aber wenig offensiv gezeigt haben, wobei wir eine dicke Chance hatten. Das kann man natürlich schon so sehen, aber eine 7,0 überrascht mich doch jetzt auch etwas. 11. Platz, die Tabelle differenziert sich etwas oben. Teams mit 9 Punkten aus 3 Spielen, also alles gewonnen. Und wir mit 4 auf Platz 11, das ist bisher die Mitte der Tabelle, haben uns also da ganz ordentlich eingereiht. Gucken wir mal, ob ein Attribut vielleicht gestiegen ist, ob wir irgendwo was sehen können. Aber es ist immer noch knapp davor, haben leider nichts steigern können. Dementsprechend machen wir weiter. Haben ja noch ein Spiel vor uns, eins wollen wir noch sehen. Pass Cup, also wir spielen jetzt die Pokalrunde. Wenn wir denn eingesetzt werden, ob der Trainer uns da sehen möchte, ist die andere Geschichte.
Der Pass-Pokal. Wir sind Teil der heutigen Startaufstellung. Hoffen wir, dass wir ein bisschen bessere Form haben als zuletzt. Und die Form ist herausragend, also sehr gut. Wir haben ein Team, das eine ähnliche Stärke hat wie wir. Also gleich zu sehen ist 17. Ligaplatz. Ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden. Der Gegner mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden in die Saison gestartet. Aber im Pokal zählt das natürlich alles nicht mit rein und ist uninteressant. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Da kann auch ein Team, das unterlegen ist, durchaus gewinnen. Das kennen wir ja alleine schon aus dem DFB-Pokal oder aus anderen Pokalwettbewerben, die wir so aus der ganzen Welt kennen. Und wir hoffen, dass wir im Pokal eine Runde weiterkommen und unseren Teil dazu beitragen können. Sehen hier die Greenkeeper, die noch den Rasen versuchen, in Schuss zu halten. Wir haben das Spiel, wir ziehen mal ein bisschen Atmosphäre in uns auf. Die Begegnung, die ist richtig heiß. So, und rein geht's. Also, erstes Pokalspiel, das wir dann tatsächlich haben. Erstes Pokalspiel, wo wir was zeigen dürfen. Schauen wir mal, wie das Ganze sich darstellt und ob wir in diesem Pokal weiterkommen können. Im Pokal gibt es ja auf jeden Fall einen Sieger. Das heißt, auch hier würde es Elfmeterschießen geben. Ich habe noch keinen Elfmeter geschossen bei Pro Evolution Soccer 2015. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe auch keine Ahnung, wie es funktioniert. Das wird also schwierig. Mal gucken. Der Ball geht raus. Jetzt kriegen wir den Ball hier. Da sollten wir ihn allerdings nicht verlieren. Glück gehabt, okay. Oh, der Ball. Schade. Schade, schade. Aber nicht ganz. Mit der Hacke weitergegeben. So, jetzt kann er hier den Ball mal rausspielen und kriegen den Ball auch, aber nicht gut kontrolliert. Der Ball ist wieder weg. Wollen vielleicht auch gerade ein bisschen zu viel. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Der Ball wieder nach vorne. Gefährlich da. Oh, auf den kurzen Pfosten gespielt und ich glaube, der Torwart war nicht mehr dran. Mal gucken ganz kurz. Ja, ich weiß nicht, war der mit der Hand dran oder war das der Pfosten? Außenpfosten? Ich glaube, es war der Außenpfosten. Wir haben Abstoß vom eigenen Kasten. Der Ball kommt auf uns. Gewinnen das Kopfballduell, aber können ihn nicht zum Mitspieler transportieren. Er spielt den Ball weit vor. Wie gesagt, immer noch das Problem der zentrierten Kamera. Ärgerlich. Aber wie gesagt, ich habe jetzt alles probiert. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist, die Kamera zu wechseln, kurz mit der zu spielen und dann wieder zurück zu wechseln, weil so hat es beim ersten Mal, glaube ich, geklappt. Ich jetzt mal so recht über. Oh, was für eine Aktion! Warum kriegen wir den Ball nicht? Den Weg in eines der Tore gefunden. Schlechter gerade. Der Ball ist im Aus. Probieren wir es einfach mal. Wir probieren es einfach mal mit der Kamera. Was können wir verlieren? Nicht viel. Machen wir mal Weitwinkel 1, 0 und 10. Ist ungefähr die gleiche Kamera. Jetzt probieren wir es gleich nochmal wieder mit dem Benutzer definieren, ob es da vielleicht sich verändert. Ich habe keine Ahnung. Oh, der Ball ist jetzt bei uns. Oh, der Ball schön in der Mitte. Das ist ganz frei, ganz die Chance. Und er könnte drin sein, aber nein. Wie knapp neben das Tor. Was für eine Aktion. Ein schöner Pass und da vor dem Torwart auch am Ball, aber der Ball ganz knapp daneben. Das war eine schöne Aktion. So, jetzt probieren wir es nochmal mit der Kamera. Ich weiß, es nervt ein bisschen. Es tut mir auch leid. Aber es ist so bescheuert. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Es gibt hier keinen Select-Button mehr. Ah, der Ball kurz, sehr kurz. Versucht ihn da durchzuspielen. Ah. Leider ein bisschen zu lang gespielt hier. Ein langer Ball. Vom Mitspieler, den können wir nicht mehr kriegen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen unsere Erwartungen auch anpassen mit den Fähigkeiten der Mitspieler. Die sind natürlich nicht so weit entwickelt. Es ist eine Phrase, aber ich finde, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Nee, das war gar nichts. Da brechen wir ab. Das können wir natürlich dann über R2 realisieren. Da nehmen wir dann den Spieler raus aus dieser Standardbewegung.
können den Spieler dann selber steuern, manuell. Dann läuft er den nicht so gerade an, wie es normalerweise der Fall wäre, wenn ich jetzt nur auf X drücke. Situation bereinigt. Aber jetzt sind wir zumindest mal mit drauf. Sehen also, was passiert, wenn was passiert. Aber da gut verteidigt. Könnte jetzt mal der Ball kommen. Ja, kommt er auch. Jetzt schön in den Lauf. Und da ist Platz vor ihm. Da sind Meter vor ihm. Zwei, drei. Schuss aufs Tor. Tor! Und da ist es. Das 1:0. Und wir gucken mal, ob uns das als Vorlage gewertet wird. Wie gesagt, diese magische Zahl von drei Ballkontakten ist normalerweise immer Indiz dafür gewesen, ob es als Vorlage gilt oder nicht. Ob das jetzt gereicht hat, gefühlt waren es vier. Ich weiß nicht, ob das also als Vorlage gilt. So frei zum Abschluss. Gucken wir mal. Eins. Zwei. Ja, da berührt er ihn ja nicht wirklich. Drei ist der Schuss. Also, ich würde mal sagen, das gilt noch als Vorlage. Schön gespielt mit dem Doppelpass da im Mittelfeld, die Abwehr ausgehebelt und dann den langen Pass in den Lauf für unseren Mitspieler gewählt, um ihn frei zu spielen. Zielen das 1:0 im Pokalwettbewerb, nicht unwichtig. Damit steht es 1:0. Und wer 1:0 in Führung geht, kann zumindest nicht 1:0 in Rückstand geraten. Da geht er alleine. Was auch schon mal ein Aus- oder ein Hinweis darauf sein kann, dass wir vielleicht diesmal bessere Chancen haben, auch mal das Ergebnis zu halten. Hatten ja zuletzt jetzt Probleme damit. 1:0, wir gehen in die Halbzeit. Und sind zufrieden, denn das würde reichen für das Erreichen der nächsten Runde. Es steht also 1:0 zu Beginn des zweiten Durchgangs. Mit einer schönen Vorlage von uns, also wieder etwas, was wir Zählbares auf unser Konto schreiben könnten, wenn es denn als Vorlage gilt. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ja, der Ball ist bei uns. Ball erobert, Ball weitergespielt. Kommt der Ball? Ja, 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 wir sind durch oder auch nicht, aber da kommt noch einer. Gefährlich und da war wenig Platz. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass wir sogar noch am Ball geblieben sind. Also das hätte man auch anders sehen können. Da hätte man den Ball auch durchaus früher verlieren können. Da hat man schon Glück, dass wir so lange noch im Ballbesitz geblieben sind. Ein langer Ball über die Abwehr. Gut gemacht. Damit hat er ihnen einiges an Ärger erspart. Also ein bisschen aufpassen, dass wir auch hier hinten mit dabei bleiben bei unserem Gegenspieler. Also der Ball ist gleich rausgekehrt. So, wir kriegen ihn jetzt. Und jetzt machen wir mal Meter ins Mittelfeld rein. Auch nicht schlecht, mal den Ball ein bisschen zu führen. Schöner Pass da in den Lauf. Oh, schön gespielt. Nein! Wie war das schön gespielt? Und wir schießen ihn daneben. Was für eine Fehlaktion hier. Das gibt's doch gar nicht. Schön gesehen. Guckt euch das an. Klasse. Und ich schieße auch noch sofort. Und dann legt er ihn daneben. Super gespielt. Klasse. Und der KI reagiert super, muss man wirklich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht. Aber die PSKI ist besser als die FIFA-KI. Deutlich besser. Halleluja, und das hätte drin sein müssen. Was für ein Spielzug. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Ach, der war für uns. Es gibt in der Tat die gar nicht angenommen. Die Chance, mal den ein oder anderen zu bringen. Alles raus. So. Mal gucken, ob wir noch draufbleiben oder ausgewechselt werden. Das sieht nach Auswechslung aus. So ist es. Wie gesagt, normal da in dieser Minute. 60. Ab der 60. wird es dann, ist dann schon alles Sahne obendrauf, wenn der Ball da nicht so ausgeht, dass wir da noch draufbleiben. Aber insgesamt, wir hätten auch ein Tor erzielen müssen eigentlich, ärgerlich. Schön gespielt, oh, 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 und da ist das 2:0. Chom Gae-min, zwei Tore heute, also der hat schon den ersten Treffer erzielt. Schauen wir das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Was für ein ganz starke Einzelleistung jetzt hier. Zieht ihn erst zurück. Zieht 1, 2, 3 Gegenspieler auf sich. Lässt alles stehen. Spielt ihn dann in die Mitte. Guter Pass. Und dann kommt er da an und verwandelt ihn noch. Das war auch der, der da alle aus hat steigen lassen. So, da die Nummer 19. Wir schauen drauf. Und da ist die Nummer 19 wieder. Und dann trifft er starkes Dingen. Das hat er verdient. Das war auch sein Tor. Und damit steht's 2:0.
hätte den da in der Mitte gemacht, wäre es zwar nett gewesen, aber das Tor zu 80% wäre eh schon seins gewesen und jetzt dann auch verdient im Abpraller dann sein. Tor erzielt, so 2:0, das sollte doch reichen, 75. Minute. Müsste doch eigentlich zumindest zum Erreichen der nächsten Runde genügen. Ich weiß nicht, ob es hier 2 Spiele pro Runde gibt. Glaube ich aber eher nicht. Das dürfte Einwurf geben. Durch die Abwehr. Der Gegner kommt nochmal. Da ist nochmal die Chance. Aber der Torwart hat den Ball sicher. Er könnte ihn jetzt ruhig machen. Rechts war alles frei. Macht er nicht. Spielt ihn wieder nach vorne. Aber gute auch da kriegen wir den Ball. Gut geklärt. 85. Minute, 2:0, alles in trockenen Tüchern bisher. Sieht nicht so aus, als wenn da noch was passiert. Können zufrieden sein, wenn es so bleibt. Der war nochmal nach vorne, schade. 3 Minuten Nachspielzeit. Nochmal versucht durchzustecken, aber abgefangen. 2:0, wir gewinnen die Pokalpartie. Und schauen mal, wir bekommen eine 7,5. Auch das ist klasse. Machen mal weiter. Und sehen also, da gab es schon Elfmeterschießen. Das heißt im Umkehrschluss, es gibt keine zweiten Spiele, sondern tatsächlich hier nur K.O.-Runde. Wir sind weiterspielen gegen Sangran, gegen die wir verloren haben in der Liga 3:1. Und die jetzt also unser Gegner, die als freilos die erste Runde überstanden haben. Und ja, jetzt dann gegen uns dran müssen. Wir haben ja dadurch nicht so leichtes Spiel vor uns, weil Sangran, wie gesagt, schlechte Erfahrung aus der normalen Saison. Und wir sehen also 2 Gesamtvorlagen. Das heißt, es hat gezählt. Die Attribute sind immer noch dabei zu steigen. Leider immer noch keins gestiegen, sodass ich euch jetzt zeigen könnte, wie das Ganze aussieht. Wenn denn eins steigt, aber ihr seht, Ife, Kopfball und Abschluss sehr, sehr knapp davor. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wieder eine Torvorlage gesehen. Haben einen Unentschieden und einen Sieg gesehen im Pokalwettbewerb. Und das ist, glaube ich, das Wichtige gewesen, dass wir da weiterkommen. Vielleicht können wir uns ja über den Pokal zumindest schon eine Trophäe in dieser Saison ergattern, auch wenn das Ganze schwer wird gegen Sangran, wie gesagt, in der Normalsaison 3:1 verloren. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Serie. Guckt weiterhin zu und schaut immer wieder rein, wenn es wieder heißt PS 2015 mit Kentrigo. Bis dahin.